Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was jetzt wieder nicht machen. Willkommen bei Christian Angel 3000 mit dem Video von Tekken 7 VR-Modus. Yay! Ja, ja. Also vorab schon mal, wenn ihr mich jetzt nicht mehr so motiviert hören tut oder ja, wie ich motivieren rede, also nicht mehr so motiviert rede, liegt es daran, weil ich gerade ein Video gemacht habe und dann ins Hauptmenü des Spiels zurückgegangen bin und die Aufnahme hat es nicht gespeichert. Ah! So eine Scheiße. Aber egal, ich weiß jetzt, wie weit ich gehen kann, wie weit ich überhaupt gehen darf. Und ja, und somit ja, sind wir jetzt hier. Ihr seht das alles noch im Standardbildschirm. Nicht verwundern, der VR-Modus geht erst wirklich im Kampf los. Also mit 360-Grad-Drehungen, also 360-Grad-Optik. Und somit will ich erstmal kurz in die VR-Ansicht gehen, was ich nicht verstehen kann, warum VR-Ansicht. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir nehmen Alicia. Wir könnten auch jemand anderes nehmen. Die Charaktere kann ich auch nicht anschauen irgendwie. Oder habe ich falsch was gedrückt? Probieren wir es hier nochmal. Wir gehen jetzt mal rein. Wir tun es jetzt mal anpassen. Ihr seht, das alles läuft wahrscheinlich noch ganz standardmäßig. So. Modellansicht. So. Ja. Ich habe immer noch einen VR-Modus starten. Willst du die Anzeige wirklich im VR-Modus umschalten? Bevor wir hier starten, mache ich kurz einen Aufnahmestopp. Also kam so einen kurzen Schnitt rein. Und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht geht das wieder VR-Modus automatisch an. Und dann, boom, ist die Aufnahme wieder weg. So, okay, einen Augenblick. So, Videoclip wurde gespeichert. Und wir sind jetzt in dem VR-Modus. Animation abspielen, Anpassung, Hut ein und aus. Kamerasteuerung. Okay. Und ja, Hintergrund bleibt. Wir sind jetzt hier in der 360-Grad-Umdrehung bei der Ansicht. L2 und R2 herauszoomen, also heraus- und heranzoomen. Kamerahöhe ändern mit. So. Okay. Animation abspielen. Achso, das ist die. Alles klar. Okay. So. Hut ein und aus. So. Okay. Wir. Ja, warte mal. Kurz Kameraausrichtung. Einen Augenblick. So. Heranzoomen. So. Okay. Sie steht jetzt vor uns. Wir sind, glaube ich, wenn ich jetzt aufstehe, sind wir, glaube ich, dann zu hoch. Also müsste ich dann. Gute Frage. Ich setze mich mal kurz mal in eine andere Position hin. Ah, nee, halt, stopp. Ich müsste höher sitzen. In dem Sinne, dass hier unsere Höhe geht. So, genau. So, aber ich stehe jetzt. Ach Gott, alles so kompliziert. VR-Modus ist nicht einfach so. Okay, ja. Können wir jetzt mal ein bisschen. Jetzt können wir. Okay, das habe ich vorher nicht gewusst, dass es diesen Modus hier gibt. Ja. Wie ihr sehen könnt, nicht mal eine ordentliche Session hier, sondern nur das, was man halt so anpassen kann. Anschauen können wir es ja auch. Bis in einen gewissen Grad, wie ihr sehen könnt, und dann geht es halt wieder zurück. Ja. Wieso ist das Bikini-Aktion hier? Nee, das. Ui. Nicht streicheln. Tut mir weh. So. Okay. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, wird das Video wahrscheinlich nicht gespeichert. Deswegen. Warte mal. Wir können ja mal. Wie sieht denn die Animation aus? Wenn man wüsste, immer die gleiche Animation, aber es wird immer anders sein. Okay. Das ist die Animation. Mal kurz mal ein bisschen anders positionieren. Jetzt bin ich schon wieder zu tief. Ah, ist doch ein Scheiß, ehrlich gesagt. So, wenn ich jetzt. So, weißt du. Ah, nee. So, geht gar nicht. Ach komm, ist ja bescheuert. Ah, ihr Scheißdreck, ey. Okay, ich muss kurz meine Aufnahme Pause, Schnitt machen. Einen Augenblick, bin gleich wieder zurück. So, wieder zurück. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann war es das letzte Mal, dass ich hier was mache. Wir gehen jetzt nochmal einen anderen Charakter. Wir können ihn anpassen, wie wir wollen. Ja, ich habe ja schon einiges freigeschaltet, wie ihr sehen könnt. Also ist alles. So, ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Bikinis. Wir haben auch ganz normale. Was mir eigentlich übelst aufgefallen ist, wenn ich diesen Anzug wähle. Ich muss kurz ranzoomen. Was ja sehr voll komisch ist. Seht ihr jetzt, die Brüste sind ganz okay. Ganz okay, also nicht zu meckern. Gehe ich jetzt aber jetzt hier runter zu dem nächsten Outfit.
Bumm. Habe ich irgendwas verpasst? Ist das hier ein Bug im Spiel oder was? Oder? Ich habe nichts dagegen, im Willen. Also eine schöne Proportion. Keiner sagt nichts, irgendwas dagegen. So, okay. Ja, dann hier Katharina halt. Ne? Habe ich auch noch am Start oder sonstiges. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt anschauen. So, wie gesagt, das ist der Anpassungsmenü. Und jetzt schaue ich mal. Ich mache mal kurz einen Schnitt. Nicht, dass es jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe ins Hauptmenü, dass mich dann komplett oder mal einfach mal zurück. Ich probiere es einfach mal. So. Genau, okay, alles klar. Wir machen jetzt VR-Kampf. Und ich hoffe, das funktioniert. Jetzt schauen wir mal einfach mal, ne? So. VR-Kampf. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie ein Schnitt kommt, weil die Schnitte sind hier beim VR-Modus, wenn man was aufnehmen will, voll schlecht gelegt irgendwie. Es bleibt nicht konstant VR-Modus, sondern hier ist es ganz normal Standard. Aber wenn du dann in den Kampf reingehst, tut sich jetzt wieder komplett alles wechseln und das ist halt wieder blöd. So. Wir nehmen, was jetzt auch wieder blöd ist, anpassen. Du kannst halt nur die beiden nehmen. Warum auch immer, du hast ja, habt ihr gesehen, ich habe auch andere Outfits, aber anscheinend will es nicht. Es mag mich einfach nicht, warum auch immer. So, wir nehmen die und da geht auch nichts, dann machen wir das so. Okay, jo, dann würde ich sagen, muss ich gerade überlegen. Get ready for the next battle. Genau. Das kennen wir ja alles standardmäßig. Dann würde ich sagen, ich tue jetzt mal speichern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja. Direkt nach dem Anzeigen, wer gegen wen kämpft, kommen wir direkt automatisch in diese Session hier rein. Wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Oh, das ist auch nicht schlecht von hinten. Aber da kann ich die Kamera auch nicht drehen, oder? So, ja, der VR-Modus, das ist jetzt Tekken im Kampf, Tekken 7. Und ja, was soll ich jetzt davon halten? Jetzt, wir gehen mal auf Optionen. So, L1 und L2 und R2 wieder heraus und heranzoomen. Slow Motion, okay, ein und aus. Kamerahöhe ändern, Kamera steuern, okay. Gut, also Kamerasteuerung, also nach links, okay. Raus, heranzoomen. Warum geht heranzoomen nicht? Ah, okay, ich bin schon ganz nah ran. Ah, so, das ist ja doof. Okay, gut. Ja, das ist, wie war eingestellt? Training, genau. Training ist jetzt noch eingestellt. Wir können auch wieder mit Steuerkreuz hin und her wechseln. So, jetzt springt sie dauernd. Ja, früher ging das irgendwie, dass sie länger läuft. Naja, egal. Gut, ja. Achso, hier muss ich ja 3D umdenken, ein bisschen. So. So. Ihr wisst schon, was ich vorhabe, oder? So. Okay. Wir können jetzt ja mal ein bisschen rangehen. Ui, okay. Der Bereich ist ja voll klein, irgendwie, um irgendwo ranzugehen, irgendwie so zu gucken. Man kann ja nicht mal richtig gucken, irgendwie. Ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Wir machen mal Slow Motion rein. Und ja, hab ja gesehen, alles easy. Deswegen machen wir das wieder an. Aus, meine ich. Okay, ich höre mal auf zu reden. Wie gesagt, das Slow Motion ist nicht schlecht gemacht, also macht aber nicht wirklich viel Sinn, weil, naja, was will man jetzt hier erwarten? Es gibt, man kann ja keine richtigen Kämpfe machen, man kann kein Geld gewinnen, man kann kein Online spielen damit. Es ist nur Training, gegen CPU und das war es im Endeffekt. Also nicht so wirklich, hui. Alles klar. Okay, gut. Also, es bringt wirklich nicht viel hier, was irgendwas zu machen. Also irgendwie habe ich ein bisschen mehr erwartet, oder? Habt ihr nicht auch ein bisschen mehr erwartet hier von dem VR-Modus? Ich frage mich, was der überhaupt dann bringt. Wenn das das alles war, dann weiß ich auch nicht. Also. Naja, also. Ich meine, andere VR-Spieler haben doch auch schon mehr Potenzial in dem Sinne. Wieso kriegen die das hier nicht hin? Das ist doch... Naja, ich weiß nicht, also...
Ich, irgendwie überzeugt bin ich nicht. Es macht auch nicht viel Sinn. Also die Umgebung ist ja schön recht okay, wie er auf einem gewissen Grad hat, dann ist dann halt alles rent, also dann alles gleich, hat nur eine Farbkulisse im Hintergrund im Endeffekt, also ein Standardbild. Keine wirkliche Umgebung, keine Aktivität hier im Hintergrund. Mond, eine Milchstraße sieht man hier halt, aber das, wenn das die Milchstraße ist, wenn ihr wisst, dann könnt ihr ja gerne kommentieren. Und aber ich denke mal, das war sie ja, genau. Und sonst war es das eigentlich. Das Wasser sieht. Ja. Es sieht okay aus, sage ich mal so, aber man sieht ja, dass auch nur so ein kleiner Filter drüber gezogen ist und ein bisschen Wassereffekt drüber gezogen ist, sonst ist das Bild eigentlich gleich. Also keine richtigen Wassereffekte, wie man sich wirklich kennt, so aus anderen Videospielen wie Horizon oder so, keine Ahnung. Ist nur ein Beispiel. Ja, sonst halt. Naja. Das war's eigentlich, der VR-Modus. Was willst du noch mehr erwarten? Was will man noch mehr sagen? Es gibt nichts. Es gibt den VR an sich, da kannst du ja die Kamera ranzoomen, ein bisschen angucken. Wow, es bringt aber auch nicht viel. VR-Kampf, Training oder gegen CPU, das war's dann auch wieder. Und das war's. Ich meine, andere haben auch schon ein bisschen mehr gebracht. Was soll denn das? Ich versteh's nicht. Ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt wie Dead or Alive Extreme 3 ist, dass du dann hier eine Kapose hinsetzen kannst, dann hinlaufen kannst, dich hinlegen kannst, daneben dran. Aber allerdings bei Dead or Alive konntest du sogar näher rangehen an die Person. Und weißt du, wie gesagt, wenn ihr die Videos gesehen haben solltet, wenn nicht, dann schaut noch die Videos an. Wie gesagt, es sind sehr interessantes, auch für Leute in gewissem Alter, die dann sich auch dann freuen können. Frauen freuen, ja, dann kein Eiger. Okay. Wie gesagt, die sich auch freuen können darüber, was die VR-Modus in den Dead or Alive Extreme 3 zu bieten hat. Wie gesagt, schaut es euch an. Wow, zum Vergleich jetzt hier. Null. Das lohnt. Du gehst einmal rein, guckst dich um und das war's. Warum auch immer. Naja. Schade. Hätte ein bisschen mehr erwartet. Naja. Egal, okay, ja, wenn es trotzdem euch gefallen haben sollte, lasst ein Like da und ein Kommi, wenn nicht, dann, ja, was soll ich sagen? Ja, ich hätte auch jetzt ein bisschen mehr erwartet, naja, also ein bisschen negativ bin ich eingestellt drüber, also es bringt eigentlich gar nichts, dann spiele ich über Tekken ganz normal auf dem Fernseher, dann habe ich genau das gleiche Effekt, also macht nicht großen Unterschied, es macht das Spiel nicht besser, es macht es auch nicht schlechter in dem Sinne, es bleibt halt einfach so, dieser VR-Modus hat man jetzt gesehen und man geht nicht mehr rein, man braucht es nicht mehr. Für was? Es ist sinnlos. Man kann ja nicht mal online zocken. Naja, egal. Gut, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut mal beim Absa 23 vorbei, der hat auch wieder Retro Friday. Ich glaube, heute schon. Ich glaube, heute geht es auch schon wieder nächste Folge los. Ich glaube, diesmal Mega Man. Ich bin mir nicht so sicher, aber wäre cool. Und sonst halt, ja, NBA Battleground gibt's da und wahrscheinlich auch mal ein paar Call of Duty Modern Warfare Remastered Videos. Und sonst halt, wünsche ich euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Feiertage. Nee, Feiertage sind ja vorbei. Warum hab ich mich gerade überlegen gerade? Scheiße, irgendwas habe ich vor uns gesagt. Ja, egal. Gut, okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. Seid dabei, bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel. Ciao, ciao.